Bruder, die kriegst du nicht so einfach rum. Das ist eine Frau mit Qualität. Boah, du hast Tamqualität, Schatz. Ich weiß. Tamqualität hast du, Alter. Stiftung Warentest, sehr gut. So, und sie auch. Und Ökotest bestanden, hör mal. Dir direkt zu Jordi gesagt, mit mir machst du das nicht. Hier habt ihr den Beweis. Are you ready? Let's go! Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Ey, das letzte Mal, als Are You The One von uns hier rauskam, kam in derselben Nacht, also gestern, zwei weitere Folgen Are You The One raus. Deswegen drehen wir das jetzt noch kurz vor Weihnachten schnell ab, damit wir das nach Weihnachten hochladen können. Und ich kann euch nur so viel sagen, Mami hatte recht. Du hast ja auch nicht alle gesehen. Hast du Folge 3 gesehen? Oder nur die Hälfte? 3 habe ich gesehen, 4 nicht. Die 4 ist die krasseste, aber 3 ist auch schon krass, finde ich. Die war interessant, die 3. Ja, die 3 war jetzt, genau, die 3 ist jetzt sehr interessant und die 4, wie gesagt, die könnt ihr schon auf RTL Plus anschauen, die Folgen. Die sind auch unten in der Infobox verlinkt. Wir nehmen uns jetzt Folge 3 vor. Und die hat es auch in sich. Mein Laptop steht jetzt hier auf dem Tisch, weil wir die ganze Technik auf einem anderen Monitor jetzt spiegeln. Und ja, so geht's aber auch, ne? Lasst uns einfach mal loslegen hier. Okay. Geht? Mhm. Also ich glaube, wir können richtig gute Freunde werden, ne? So. Und zwar beginnen wir nämlich hier direkt mit der Szene, wo Larry hier mit der Brille die Jessica fragt, so richtig gut, wo habt ihr euch denn geknutscht, ey? Und Jessicas Spielchen gehen nämlich hier weiter. Sehr interessant, passt auf. Der Larry mit der Brille. Ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Wann habt ihr euch denn geknutscht, ey? Das war kein Knutsch, Mann. Das war gar nicht mal so. War gar nichts. Das war für euch nicht erwähnenswert. Ja. Und ich finde das ganz unangenehm, dass der Typ einfach dabei steht, den die da geknutscht hat. Und der weiß, wie es war eigentlich. Und der weiß halt auch, wie es war, genau. Und denkt die nicht drüber nach, dass die Menschen verletzt damit? Ja, anscheinend ja nicht. Sagt zwar, sie will keinen verletzen, aber ja. Guck mal, der steht dabei wie, Gott sei Dank aber, da noch wie ein Hans Wurst. Das meine ich gar nicht beleidigend ihm gegenüber, sondern dadurch, dass sie ihn so aussehen lässt, steht er da immer noch wie ein Hans Wurst. Ich hätte da schon längst eigentlich gesagt, was laberst du für eine Scheiße, ne? Aber der hält hier die Klappe, aber er sagt später ja was gegen die, wo ich ihn richtig feier. So, guckt euch weiter an, gebt euch. Wo schläfst du heute? Ich schlafe weiterhin da, wo ich schlafe. Bist du irgendwie in ihn verschossen noch? Oder generell so ein bisschen verschossen in ihn? Ja, ich mag ihn halt, mega. Kommt schon, sag mal jetzt ehrlich. Nein, verschossen doch nicht, Mann. Ich glaube, okay, von Mai kam am Anfang schon mehr als von mir. Bei ihm war halt schon so ein bisschen Gefühle auch im Spiel. Und diese Information nimmt die woher? Aber schon ein bisschen mehr als mögen. Mhm. Na, dann kommt er wieder angekrochen bei ihm. Boah, die ist so grün, die Frau. Also Gefühl oder so gar nicht. Wie gesagt, so, komm mal her und so, ich muss dir was sagen. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil jetzt kommt die Szene, wo der Mike auch langsam dahinter kommt, wo es dämmert, dass die Olle nicht ganz koscher ist und hier die Wahrheiten so sagt. Man muss hier ein bisschen genauer hinhören, weil der leider raschelt und mit Eis dazugange ist. Bin ich halt mit ihm hier so hingegangen und alles gut. Und dann sagt sie zu mir, ich hab mich mit ihm geküsst, mit Leon geküsst. Mhm. Meinst du ja aber direkt in einem Zusammenhang so, war aber nur ein Schwachsinn, also nur so ein kurzer Kuss. Eine Laberbacke. Mhm. Ich kann dich auf jeden Fall verstehen. Das Ding ist ja, wenn du schon so ehrlich zu mir bist und sagst, ich muss dir was sagen, dann erzähl doch wenigstens direkt was mal. Aber nicht so einen hinterhältigen Move. Nein. Ja. Bingo, aber nicht so einen hinterhältigen Move. Genau. Respekt. Wenn du schon die Wahrheit sagst und meinst einen auf, ich will hier ehrlich sein und kein Drama schieben, dann erzähl doch direkt, wie es war. Und nicht so einen hinterhältigen Move. Das haben wir doch alle gesagt, Freunde. Genau. Und das sieht er hier, Gott sei Dank, was ich richtig gut finde. Der ist also nicht dumm, der Junge. Der ist nicht dumm. So, weiter geht's. Und hier geht's dann weiter. Boah, es ist voll schwierig, Mann. Es ist nicht schwierig. Doch, du musst einmal schwierig über deinen Schatten springen. Nein, aber es ist schwierig, wenn du zwei, wenn du so, Leon passt voll. Leon sagt irgendwie so, ja, Mike passt nicht.
Mike sagt, nee, du kommst zu mir. So, ich bin halt voll, das ist, Junge, das ist wie so ein, als würden die mit mir mit so einem Ball. Ja, die Kleine genießt das ein bisschen. Natürlich. Und die baut das hier in der Staffel, in der Folge 3 und 4 ganz schön krass aus, aber fällt damit so dermaßen noch aufs Gesicht. Das ist das Krasse daran. Man merkt hier einfach, dass sie eine super Attention, gib mir Attention, sonst vertrockne ich wie so eine Dörrpflanze, weißt du? Die braucht das förmlich und das zeugt ja von ganz kleinem Selbstbewusstsein eigentlich. Die ist ganz so eine, ich glaube, dass sie wirklich so eine verlorene Seele ist, sonst wäre sie nicht so ein Attention-Seeker, aber richtig Attention-Seeker, die Frau hier. Ist schon unangenehm, ja? Es ist nicht schön, zwischen zwei Männern zu stehen, weil es sind scheinbar auch Gefühle von anderen schon dabei. Und du Ach so. Willst halt keinen verletzen. Ah, ja. Glaubst du mir, ich fand die attraktiv, glaubst du mir, nachdem wir halt so, also nachdem ich halt jetzt die Folge 3 und 4 auch gesehen habe, dass sie für mich hässlich jetzt ist? Also, okay, das vom Äußerlichen? Ja, vom Äußerlichen. Dass das Äußerliche sich automatisch für mich unattraktiv entpuppt hat, weil ich weiß, wie die innerlich tickt. Das ist, also kannst du das nachvollziehen? Ja, ich weiß, was du meinst. Weil das sagt man ja auch, ne, dass ein hässlicher Charakter wirklich einen Menschen, also ein schlechter Charakter einen Menschen hässlich macht. Sie ist für mich absolut unattraktiv. Und wenn du dir jetzt noch die ohne gespritzte Kinn, Wangen wahrscheinlich ein bisschen, aber Kinn und Lippen vorstellst und ohne Wimpern-Extensions und ohne Make-up, mit dem schlechten Charakter, ja, dann weiß ich jetzt nicht, ob die dann noch im Club, wie sie selber gesagt hat, sie kommt im Club und alle gucken sie an. Ja, klar. Ne? Muss man mal einfach so die Wahrheit sagen, ja. Tut weh, ist aber so. Konzentrier dich jetzt vielleicht auf Leon, bis du weißt, ob es ist oder nicht. Ja, aber es ist halt schwer, weil... Ich weiß, wenn du noch mit Gefühlen halt, und Emotionen so erst halt Tag, nicht. Ich bin, es hat gematcht. Ich bin halt, es ist nicht fake so. Ich kann jetzt nicht sagen so, und er ist mir egal, ich schlafe neben ihm und es ist immer noch dieselbe Anziehung da. Ja, aber dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du solche Vorwürfe bekommst. Ja, aktuell genau. Ist es so, du willst nichts Falsches machen und du musst alles irgendwie überdenken. Aber wir, Freunde, oder? Wir alle nehmen dir das ja nicht ab, was die da sagt. Also Butter bei der Fischer, wir nehmen da ja gar nichts ab. Und dann geht's hier weiter in den nächsten wichtigen Szenen. Ich bin gerade irgendwie überfordert mit der ganzen Situation. Ich hätte nie gedacht, dass es halt so kommt. Ich habe das Gefühl, andere machen gerade so unser Ding zu ihrem Ding. Also ich glaube, es sagen halt gerade alle einfach, du musst deinen Standpunkt klar machen. Die sagt, ich hab das Gefühl gerade, mach ich die eigentlich gut nach so? Ich hab das Gefühl gerade, dass die alle unsere Sache zu ihrem Ding machen. Ja, aber dass du das allen erzählst, überall und so. Nee, das überhören wir, die sucht das Drama auch. Also die ist da drinne für die Einschaltquoten und für den billigen Fame. Ja. Also mehr kann man ja dazu nicht sagen. Also da hat man ja direkt die Meinung so dazu. Oh Gott, und dann mit diesen zu lilanen Highlighter, das triggert mich. Jetzt mischen sich gerade alle in unsere Sachen. Ja. Sie sollen sich mal mit sich selber gut. Ich habe doch nichts falsch gemacht in der Hinsicht. Nö. Oder? Hat die auch nicht. Nö. Macht beiden gleichzeitig Hoffnung. Die sind bei Are You The One und sollen sich ja durchprobieren, aber dann soll sie ehrlicher sein. Ja, ist ja null. Das ist das Problem. Denkt sie, wär's. Ja, aber dann muss sie echt ihre Moral und Ethik mal in Frage stellen. Ja, so ist es. Boah, warte mal. Also werf ich dir irgendwas vor? Jetzt mal ehrlich. Nein, also, siehst du, wirft er dir was vor? Ja, schon. Ja, also, aber dann weißt du, wo das Problem ist. Ich würde auch ganz anders handeln, wenn ich wüsste, woran ich bin, aber ich würde auch nicht verstehen, wenn du weiterhin so neben ihm schläfst, außer du willst ihn und sagst mir nein. Du musst dich halt einfach entscheiden, egal wofür. Du musst halt einfach ein Statement setzen in eine Richtung. Ich würde mich ja entscheiden, wenn ich könnte. Ja, das ist so groß wie tot, ey. Lange mache ich das auch nicht mit, ne? Also ich denke, das weißt du. Ich denke schon, dass die Jessie noch zwischen den Stühlen steht. Und das Gute ist, das, was er hier sagt, der blufft nicht. Weil in der Folge 4 weiß, merkt man, das werden wir ja gleich sehen, wir drehen das danach ab, der blufft nicht. Das ist das Gute daran, der hat von mir richtig an Respekt gewonnen. Der, klar, der beleidigt die auch da richtig hart, ne? Aber, ja, aber ganz im Ernst, wir würden die Männer doch genauso beleidigen. Ja, das wenn wir rausfinden, dass sie belogen werden und verarscht werden, da sagen wir auch nicht, du böser Junge. Ja, so, ne? So, aber dazu kommen wir ja noch. Aber ich will nur sagen, dass der wirklich ganz guter, wacher Typ ist im Kopf.
Aber ich kann auch Jessie noch nicht zu 100% einschätzen. Ja. Yeah. Ich kann mich jetzt nicht so, glaube ich, morgen entscheiden oder so, weißt du? Deswegen orientiert um oder... Aber guck mal, das ist ja eine ganz klare Sache, dann gegen mich. Ja. Safe. Nö, gegen euch beide einfach. Ich schlaf noch bei dem anderen im Bett, aber du orientier dich um. Sag doch ganz klar, was los ist. Ja, ja, was ist denn aber los? Ja, ja. Das ist das, das wollen wir ja alle wissen. Das Ding, ja. Aber die macht so ein, ja. Mich nicht so schnell öffnen soll. Bei beiden. Du dich? Nicht. Die hält so beide so warm wie so eine 5-Minuten-Terrine. Ja, ab hier reinschneiden. So, jetzt kommen wir zu der Kerstin und zu Max, wie wir auch hier dann im Bild schon sehen. Tut mir beide leid. Nee, das Ding ist halt, dass er mir Opfer. Aber ich meine das nicht negativ, sondern das denken dann Frauen über Männer. Der Max ist so, hat so einen tollen Charakter. Und ich weiß, liebe Männer, Frauen sind teilweise nicht einfach. Ach, I get it. Aber Männer sagen auch, Frauen sind nicht einfach. Wir denken halt einfach unterschiedlich und ticken unterschiedlich. Wenn man einander einfach nur akzeptiert und respektiert, dann funktioniert das auch. Aber ich will nur sagen, weil der Max ist, wir sagen alle, oh, der ist so toll, sympathisch, toller Charakter, kümmert. Wir wollen genau so einen Mann, der sich um eine Frau so kümmert. Dann macht der aber zu viel. Es ist nur ein Fünkchen zu viel, der arme Kerl. Und das turnt einfach ab. Und dann macht der einfach alles kaputt. Der will dir hier einfach nur streicheln, aber wie er schon da liegt. Und dann will der so, dann will der. Und sie denkt sich so, was fasst du mich an? Ist ja furchtbar. Weißt du, der macht einfach nur so schon so Annäherungsversuche. Ja. Aber er checkt halt nicht, dass das... Sie will nicht. Guck, wie sie da liegt. Juri, ne? Blendest du da ein, ne? Guck, wie sie da liegt. Und das Geile ist, du kannst das mitgucken, ne? Wir haben jetzt hier auf dem Monitor halt, wie gesagt. Und das kann der Juri... Die liegt da schon so, nicht anfassen. Und er so... Und dann später noch so. Und die bewegt sich gleich in der Szene nicht eine Sekunde irgendwie. Und trotzdem robbt er sich dann so ran und zieht ihn noch so wie so ein... Wie, ja, wie bei einem beim Weibchen und Rüden bei einem Hund. Wo der Rüde so das Weibchen umklammert. So. Und dann... Kennst du? Ah ja, meine Brüste. Kennst du? So, guck, Freunde. Der arme Kerl. Ich mag dir alles gut. Das ist wie gesagt... Nur zu viel ist gut. Das hat mich dann auch abgetört. Pass auf. Naja, ich möchte halt erobert werden. Aha. Also das wird sie auf jeden Fall in den nächsten Tagen zu sehen bekommen. Oh. Mir ist wahnsinnig wichtig, dass man schöne Momente zusammen teilt und die Zeit zusammen genießt. Warte, es geht weiter, warte. Ich kann das nicht. Das war's schon. Da fehlt was. Nee. Doch. Nee. Die hat nämlich noch gesagt, in die Kamera auch. Es kommt, wo die mit so einer anderen Frau da spricht. Da drinnen. Da reden die nochmal über die Szene und dann blenden die das nochmal ein. Ah, okay, dann kommt das gleich. Okay, gut. Aber dann behaltet das schon mal im Kopf, Freunde, denn da kommt auch noch was zu. Es kommt aber noch. Ich dachte doch, da war doch was, ja, das ne? Kommt noch. Okay. So, dann gehen wir hier mal in die Küche wieder rein mit Standbild. Können wir das Thumbnail nehmen, bitte? Ja? Können wir? Super. Gut, die Nacht. Ich werde immer geiler, ist gefährlich, ey. Der Druck steigt. Achso, doch, wo du meintest. Der wollte bestimmt mit dir kuscheln, ne? Ja, da ist es doch. Ja, sag ich doch. Ja, da ist es doch, so Freunde der Sonne. Warte, wir müssen das genau hier hin vorspulen. Ab hier kommt es doch schon. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, das war doch eigentlich direkt da hintereinander. Ja. Okay, jetzt sagt sie, jetzt spricht sie darüber. Es tut mir so leid für ihn. Achtung. Ja, Kerstin taut auf jeden Fall immer mehr auf. Gestern Abend hast du das noch mitbekommen? Nee. Als wir im Bett lagen. Achso, doch, wo du meintest, der wollte bestimmt mit dir kuscheln. Ne? Mhm. Habe ich mir schon gedacht, dass... Mhm. Das kam so aus dem Nichts. Also sie mag Max immer noch. Ja, aber ich weiß halt nicht, ob sie ihn so anziehend findet. Dann fängt er plötzlich beim Schlafen an, meinen Rücken so zu kraulen. Ich dachte, okay, ich reagiere jetzt einfach nicht, dass er denkt, dass ich schlafe. Ja, die war einfach felsenfest am Schlafen. Also hat getan so. Und dann macht der weiter und kommt und zieht mich zu sich ran so. Und ich denke mir so. Und er so, ja. Ja, okay. Ach,
Was soll er sagen? Ja, klar. Eigentlich gar nicht schlecht, weil er so eine Initiative ergriffen hat. Aber mir wäre das einfach unangenehm gewesen, mit ihm zu kuscheln. Da ist einfach der Funke noch nicht übergesprungen. Ja. Ich hoffe, dass Kerstin so aus der Friendzone rauskommt. Mann, ich glaube halt einfach, dass die sexuelle Anziehung noch nicht da ist zwischen uns. Aber dann würde ich offen mit ihm darüber reden. Ich sage ihm einfach nicht, dass die sexuelle Anziehung nicht da ist. Nee, das würde ich nicht sagen. Also noch nicht. Ich hoffe ja, ich würde mir so wünschen, dass die kommt. Aber kommt sowas noch? Vielleicht bei der Challenge. Mhm. Ja, und dann kommt hier die Challenge, die nicht so jetzt interesting ist. Die könnt ihr euch auf RTL Plus genau angucken. Weil dann gehen auf State nämlich die Monami und der Leon. Genau, und die, der Mike die Kerstin. Und die Kerstin. Mike und Kerstin, einfach zu witzig. Alter. Genau. Ja, und dann kommen wir zu der Szene, wo die Kerstin auch wirklich ehrlich zu ihm ist. Ja. Was ich ganz großes Kino fand, wo wir uns gestern im Bett drum unterhalten haben, dass das natürlich wehtut im ersten Moment, von ihr so gekorbt zu werden erstmal. Aber das ist die einzige richtige und wahre Lösung und Strategie. Ja. So sollte man es machen, um wirklich ehrlich zu sein. Ja. Jessica, nimm dir mal ein Beispiel. Ja, danke. Das geht voll auf meine Kappe, war dumm gemacht von mir. Das wäre so wichtig gewesen. Ja. Wir hätten echt in die Matchbox gemusst. Ja. Ja. Scheiße. Ich muss dir auch ehrlich sagen, ich habe ein bisschen nachgedacht in den letzten. Ja, klar. Also gestern und heute und so. Aber irgendwie fehlt mir was, weißt du? Mhm. Also man kann es ja jetzt nicht sagen, es ist so frisch und wir kennen uns jetzt erst so ganz kurz. Ich will dich auf jeden Fall weiter kennenlernen, wir können weiter uns unterhalten, aber eher, dass wir uns unterhalten und uns so kennenlernen als körperlich, weißt du? Ich kann diese körperliche Nähe noch nicht. Safe. Ja, gestern Abend hat er es versucht. Also er hat versucht, mit mir zu kuscheln, er hat, wollte mich ranziehen, aber ich habe ja das nicht so ganz zugelassen. Ich fand das wirklich mutig von dir gestern Abend, nur ich habe da in dem Moment ich konnte es irgendwie nicht so ganz fühlen, weißt du? Fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Ich habe das in dem Moment einfach nicht gefühlt. Was ich sehr gut finde, wie sie das auch sagt. Sie macht es sehr herzlich. Sie sagt, sie findet es mutig, dass er das probiert hat, ja? Also, dass er nicht so sich so scheiße fühlt, ne? Das fand sie mutig, aber sie fühlt es einfach noch nicht so. Was ich richtig gut finde, wirklich, die ist eine ganz tolle Frau, ist sie. Ganz, ganz großes Herz und gute Ethik hat sie, ja? Hab ich noch nicht mal so, ehrlich sein. Weil die hat halt Taktgefühl. Taktgefühl habe ich nicht. Ich fall mir der Tür ins Haus. So, muss man aber ehrlich sagen. Aber trotzdem bin ich ehrlich, aber ich habe kein Taktgefühl. Das ist halt einfach so. Und sie hat das. Die macht das wirklich sensibel echt gut. Genau. Um einfach so, ist da was oder nicht? So. Ja. Mhm. Also ich glaube, wir können richtig gute Freunde werden, ne? Aua. Du bist trotzdem ein Traummann. Ich habe das zu allen anderen Frauen auch gesagt. Ja. Vom Charakter her bist du 1A. Danke. Wirklich, jetzt ohne Mist. Aber der Rest kann man drüber streiten. Das ist doch das, was sie denkt, indirekt aus. Führ einfach Gespräche mit allen anderen, so, wo du das Gefühl haben könntest, das matcht. Wir werden es trotzdem weiter versuchen, ne? Weil es kommt eigentlich kein anderer in Frage, charakterlich. Ja, also nur weil wir festgestellt haben, dass wir gucken müssen, ob der Reiz noch kommt oder halt nicht kommt, ändert es ja nichts an der Tatsache, wie ich ihre Einstellung und ihren Charakter finde. Wir genießen jetzt die Zeit, du machst dir heute einen schönen Tag und ich schau mal, was für ein tolles Date mich erwartet. Ja, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß, das wird bestimmt cool. Ja, super Gespräch. Und Jessica und die beiden Hupfdullen, völlig überfordert mit Drama, mit Action und mit Lügen und mit Betrügen. Ja, moin. Und deswegen kommen wir jetzt von einem super Beispiel zu dem nächsten Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Haltet euch fest. CD, wie geht's dir? Weiß nicht, so ein bisschen gemischte Gefühle halt, ne? Ich weiß nicht so. Ist halt voll aktuell sehr komisch zwischen uns. Guck mal, das Ding ist, ich wollte halt gestern so dich in Ruhe lassen quasi, weil ich mir halt auch so dachte, du brauchst halt auch erstmal so dein. Geht halt mit Augen-Extensions? War auch gut, wärst du gestern zu mir gekommen, hätte ich gesagt nein. Ich hätte gesagt, wir können morgen reden, aber heute nicht. Leon war halt da, er hat mich interessiert. So. Ich habe mich geküsst und jetzt muss ich mich sofort rechtfertigen. Das ist halt hier so jeder ist sich dem bewusst, dass es hier eine Dating-Show ist, dass jeder jeden kennenlernen will. Ja, aber dann sei doch ehrlich, darum geht's dem doch. Es geht ihm doch ganz allein darum, dass das ein linker Move ist, hat er gesagt, dass sie, wenn sie ein bisschen was erzählt, dann erzählt doch alles, wie es war.
Erzähl doch nicht, es war ein Schmatzer, der nichts bedeutet hat. Ja. Dann laber doch nicht drum rum. Du hast doch hier in dieser Quatschbox, wo man sich immer reinsetzt für die Interviews, hat sie doch erzählt, ja, der war schön, das hat mir gefallen und so. Red doch nicht. Darum geht's den Jungen ganz, ganz einfach. Ja. Oh Gott, ey. Mann. Also, ich will mal ein bisschen was klarstellen, okay? Mit Lachen im ich Gesicht. Ich bin dir eigentlich keine Rechenschaft schuldig. So. Finde ich schon. Ich war ehrlich. Ich kann mir die nicht nochmal geben, ne? Ich bin aggressiv, ne? Bei so Frauen. Ich bin dir eigentlich keine Rechenschaft schuldig. Ja, dann halt's Maul. Ja, dann geh doch. Geh warum mir, red doch nicht? Dann ehrlich? Red doch jetzt nicht mit mir. Ehrlich. Boah. Ich hab die. Boah, ich kann die nicht mehr leiden, ne? Ich meine aber ihr auch nicht, oder Freunde? Also glaube ich keiner mehr. Ich habe nur negative Kommentare. Ich musste teilweise Kommentare löschen, weil die, weil die durchbeleidigt haben. Weil das muss ja auch nicht sein, ne? Aber ja, ich verstehe auch die Wut von den Zuschauern, weil das ist so ekliger Charakter halt. Ich finde, was du gemacht hast, ist respektlos. Ja. Warte, lass mich ausreden. Ich war ehrlich zu dir. Nein, so, es war's war nicht. Es war ein Spiel, es war eine Wette und es war für mich. Ja, aber was war beim Date? Ja. Ich mache mir halt die ganze Zeit Gedanken darüber, wem ich jetzt halt gerecht werden kann und wem nicht. Es war für mich wirklich dieser Kuss. Das hat keine Bedeutung, Mann. Warum? Das war einfach so wettemäßig. Ich weiß nicht, ob da Funken sprühen, aber da ist auf jeden Fall was zwischen uns. Ich habe ihr gestern gesagt, du musst dich entscheiden. Also ich habe ihr nicht gesagt, du musst dich jetzt entscheiden für mich oder für ihn. Ich habe gesagt, du. Jetzt kommt die Szene, wo sie ihm das sagt. Wer wem was sagt? Die Saira ihm, was die Jessica über ihn gesagt hat, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Kommt das jetzt? Wir müssen da noch mal reinhören zusammen, Freunde. Du kannst nicht zwischen den, du kannst dich auf zwei Hochzeiten tanzen. Wenn das ist, was sie will, dann ist sie nicht mein Match. Ah, nee, es kommt noch, später. Ich habe dir gesagt, es war ein Kurs. Nein, und es war keine Zunge. Du hast gesagt, es war kein Rumgemache. Es war war's auch nicht. Aber ich verstehe auch nicht so, du sagst jetzt gerade, es war einfach nur so ein Kurs, hatte keine Bedeutung. Aber was war denn bei unserem Date? Kurzer Kuss da wäre ja nicht schlimm gewesen. Ich habe es halt in diesem Moment nicht gefühlt, diesen Kuss. Da hat sie den Kuss nicht gefühlt. Aber bei dem Wettspiel, Tischtennis, ja. Da fühlt ihr den Kuss. Das sagt er selber auch schon jetzt. Ach ja, stimmt. Und also hast du ihn mit der gefühlt? Wollte einfach. Und nein, ich habe sie auch nicht gefühlt. Doch. Der Kuss war schön. Hat sich danke. Gut angefühlt. Ich glaube, tief im Inneren, also er war schon. Selbst RTL so. Was labberst du? Nee. Selbst die Cutter so, boah, und schneiden das Stück rein, wo sie selber wieder sagt. Verletzt. So, das hat, glaube ich, auch so ein bisschen an seinem Stolz gekratzt mit dem Kuss. Das hat nichts mit Stolz zu tun, ey. Die hat ja gar keine Wahrnehmung, ne? Ja, die findet es echt gut, dass das so was. Dass sie spielt, ne, mit den Gefühlen. Naja, ja, ist auch echt so. Bei mir und Jessica ist halt ein offenes Fragezeichen. Wir alle wissen hier, auch die anderen Mitbewohner wissen, dass zwischen der Jessica und mir irgendwas ist. Das sieht man allein schon an den Blicken und so, immer wenn man aneinander vorbeigeht oder zusammen schläft. Ich weiß halt auch nicht, was ich fühlen soll, weil es hat halt mit dir voll gepasst. So, dann kam Leon aber halt ins Spiel, sag ich mal. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir beide jetzt mal weg sind von ihr. Ja. Dass sie sich ein bisschen orientieren kann. Jesse ist gerade die Person, die zwischen Mike und mir steht und sich langsam im Klaren sein muss, ob sie das eine möchte oder das andere. Ich mache keinen Druck. Ich bleib da meiner Linie ganz treu, weil es gibt auch andere Frauen, die mich interessieren. Sehr gut. Du weißt ja nicht, ob das ein Perfect Match ist. Dann versuch das doch ein bisschen so langsam anzugehen, weißt du? Menschlich gesehen fand ich es halt ein bisschen respektlos und unkorrekt mir gegenüber. Also, richtig. Sag ehrlich, von mir wird jetzt erstmal nichts mehr kommen. Richtig. Wenn du wirklich Interesse hast und so, keine Ahnung, mich weiter kennenlernen willst, dann. Und jetzt muss sie ja ein Stück zurückrudern. Weil sie braucht das ja, die Attention. Ja, diese Begehrt. Dieses begehrt werden. Und merkt jetzt, oh, der zieht sich zurück. Und zack, wird sie jetzt wieder was sagen, um ihn Hoffnung zu machen. Achtung. Erwarte ich, dass das von dir kommt erstmal. Aber keine Ahnung, ja. Musst du halt wissen. Es ist eigentlich nichts passiert, worüber man so ein, wo man so ein Fass für aufmachen kann. Ich habe irgendwie aktuell voll irgendwie das Gefühl, so egal was ich mache, es ist halt falsch, es kommt falsch an. Deswegen, ich bin voll überfordert. So neben dir zu schlafen und sich so wegzudrehen, das ist halt auch nicht so einfach. Oh, neben dir zu schlafen und so wegzudrehen, das ist auch nicht ganz einfach. Und er denkt sich, oh, ja, die interessiert sich noch für mich und da ist noch Hoffnung. Was habe ich gesagt so? Die ist so einfach zu durchschauen, diese Frau, so einfach. Ach, unfassbar. So, und dann, jetzt wird's nämlich heikel.
Jetzt kommt nämlich langsam Action in die Bude. Spielen die hier Bierpong und müssen gegenseitig Fragen beantworten oder Aufgaben erfüllen. Jesse ist dran, hat den Boy geworfen und kommt mit folgender Frage. Aber wenn du knutschen müsstest... Ja, sonst würde ich das denn nehmen. Würde ich nicht, weil Mama guckt zu. Jesse, du? Boah, schwierig, Leute. Ich glaube, Mike. Na, schwierig, Leute. Ach, ich glaube, Mike. Ja. Ja, und dann kommen wir mal zu einem anderen Dreiergespann hier. Wir kommen zu Jordi, zu Dustin ja. Und zu... Saira. Nee, das ist nicht... Es geht aber um Saira. Ah ja, genau. Um Saira, denn Dustin findet Saira wirklich gut. Oui. Aber Jordi ja eigentlich auch. Das war ja die Spielerei am Anfang zwischen Jordi und Saira, wo Saira dann meinte, du bist ein... Und dich will ich nicht. So, creepige Situation, aber Jordi hat das ganz berechnend gemacht, weil er später nämlich sagt, man wettet nicht über eine Frau mit Qualität. So, aber hört euch das an, Freunde. Achtung. Weißt du, was ich meine? Ich habe mir sowas abgewöhnt, so zu denken. Also mit Isabel habe ich halt so eine sexuelle Anziehung. Das will sie auch im Endeffekt. Klar doch. Ich würde jetzt mit ihr saufen und so. Klar doch, Digga. Na klar, irgendwo pushen so. Ja, das ist klar, was, Bruder. Aber ich bin halt trotzdem immer noch so vom Kopf her und vom Herzen bei Saira. Ja, das ist für mich halt die Nummer eins hier. Aber Digga, die Sache ist, sie kannst du nicht mal küssen. Na, du kannst dich mal anfassen. Digga, abwarten. Du kannst. Nein, Digga, vertrau mir. Warte ab, Digga. Vertrau mir, Bruder. Warte ab, Digga. Trust me, Bruder. Das ist nicht die erste Frau, die hartnäckig ist. Nicht hartnäckig, sie hat Qualität, Bruder. Ja, und? Das ist nicht die erste Frau, die Qualität. Und da kommen wir wieder zum Spiel, was Mami immer versucht zu vermitteln, wie Männer denken. Aber ich sei ja frauenfeindlich, wenn ich so rede. Oder ich sei ja keine Feministin, wenn ich so rede. Denn ich habe euch versucht zu erklären, wie Männer denken und reden über Frauen. Ob das gut oder richtig oder falsch ist, dahingestellt. Aber sie es reden. Ist aber so. Genau, das ist die pure Realität. Und ich habe immer gesagt, für Frauen, die schnell zu haben sind, für Männer... es gibt natürlich Männer, die stehen drauf und die wollen sowas. Das ist aber schon eher wenig. Und die finden dann eine Beziehung mit diesen Menschen. Ja. Das gibt es durchaus. Kann schon passieren, ja. Aber wir reden jetzt mal von der Masse, von der Allgemeinheit. Da reden die ja schlecht über Frauen. Ne? Also eher, was heißt schlecht? Die sagen halt einfach, ja, die kann man nicht ernst nehmen, wie hier bei Temptation Island. So. Und hier, Saira hat nämlich dem Jordi am Anfang einen Korb gegeben, einen richtigen Korb, nämlich einen Korb mit Nachruf und hat somit direkt an Respekt und Ansehen von diesem Mann erlangt. Denn dieser Mann sagt jetzt, Bruder, die kriegst du nicht so einfach rum, das ist eine Frau mit Qualität. Boah, du hast Tamqualität, Schatz. Ich weiß. Du hast Tamqualität. Tamqualität hast du, Alter. Stiftung Warentest, sehr gut. So, und sie auch. Und Ökotest bestanden, hör mal, dieser Ira. Richtig. So, und da sagt der andere, ja, das ist eine Frau mit Qualität. So reden sie über Frauen, die nicht so einfach zu haben sind, die Spielchen nicht mitspielen. Die direkt zu Jordi gesagt, zieh deinen Scheiß woanders ab. Mit mir machst du das nicht. Hier dieses Katze-Maus-Spiel, erinnert ihr euch? Hier habt ihr den Beweis. Das sage ich auch meiner Freundin immer, ne? Ja. Ja. Das war auch Hopfen, meinst du, oder? Ja, das. Ja. Qualität. Nein, Digga, sie hat besondere Qualität, Bruder. Vertrau mir. Chill. Vertrau mir, Bruder. Chill. Du musst sehen. Sagst du? Ja. Sagst du, du schaffst es, sie? Ja. Lass ein Wett machen. Ja. Okay. Sagst du. Und jetzt, weil Jordi sie ja auch haben will, er muss natürlich Dustin hier ein bisschen ausboten. Und ganz eklig ist es ja, Wetten abzuschließen. Ja, aber meinst du, er will... Wissen wir alle. Meinst du, aber der Jordi will die noch? Ja. Glaube ich nicht. Doch, der will die ich noch. Ich glaube nicht. Doch. Weil die ist zu schwer zu haben, darauf hat er keine Lust. Ja, darauf hat er keine Lust, klar. Hat er auf sowas keine Lust. Aber trotzdem findet er immer die ganze Zeit gesagt, sie ist meine Nummer 1 hier. Ja, aber... Der weiß, der kriegt die nicht. So sieht's aus. So. Ja. Aber trotzdem hat er auch keinen Bock, dass jemand anders die kriegt. Klar, hier ist er sein Kumpel, mehr oder weniger in dem Format. Und deswegen macht er eine Wette, weil er sagt nämlich gleich dann, aber du weißt schon, eine Wette über Frau mit Qualität macht man nicht. Hast du es nicht mitgekriegt? Doch. Ja, passt auf, Freunde, die machen jetzt eine Wette. Du schaffst es hier noch mit ihr rumzumachen. Ja, natürlich. Lang mir 100er. Gibst du Huni? Ich schwöre. Hand, ich schwöre, guck hier. 100er. Huni. Wenn du schaffst. Ja. Ja, also sehe ich auch so. Ich werde es auch schaffen. 100%, ich werde es schaffen. Der meinte das auch gar nicht böse, der Dustin. Der hat einfach jetzt darauf eingelassen, weil das so in diesem Strudel war. Der meint das gar nicht böse. Der will die Saira ja wirklich. Die Doofbacke. Weißt du, mach dann diese Wette. Achtung. Weiß, welche Knöpfe ich drücken muss und wie ich mich verhalten muss. Einfach. Ja, glaber. Du bist Zwilling. Ich hatte mit den Dustin heute eine Wette. Ich bin der Meinung, die Saira kann man nicht einfach so
Achtung. Hier so küssen oder etc. einfach so verfühlen. Vergiss nicht, Bruder. Eine Frau mit Qualität, über sie wettet man nicht, Bruder. Vergiss nicht, Bruder. Eine Frau mit Qualität wettet man nicht. Der weiß schon ganz genau, der Jordi ist nicht dumm im Kopf, was er machen muss und sagen muss, um gut dazustehen. So, ja, dann geht's hier zur Matchbox weiter und die ganze Crew muss gucken, ob dieses Pärchen hier, diese beiden, ob die ein Match sind oder nicht. Freunde der Sonne. Und das kommt dann in der nächsten Folge raus, in Folge 4, ob die beiden Match sind oder nicht. Für die, die es auf RTL Plus schon gesehen haben, die wissen es. Wir ja auch, aber wir verraten das jetzt hier nicht. Und ja, Freunde, wir fanden die Folge 3 schon sehr interessant. Ja. Na, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Fandet ihr es nicht auch interessant? Ihr ist auch hier zwischen Jordi und Zaira mit dem Thema Frau mit Qualität oder dann hier mit Jessie, ne? Wie seht ihr das da so? Viele haben mir schon geschrieben, Folge 3 ist krank, ne? Folge 4 wird noch kranker, Freunde. Ich bin auf eure Meinung gespannt in den Kommentaren und wir hoffen, dann hat es euch auf jeden Fall gefallen. Ich würde sagen, dann bleibt gesund, seid mit Qualität und hoffentlich sehen wir uns dann zum nächsten Video wieder. Ich hab euch lieb und bis bald. Tschüss zusammen.